Warte mal. Da. So. Schon besser. Endlich. Nein! Ach Gott, ey. Ich hasse es. Boah. Na! Ach doch nicht. Gut. Ich hab schon gedacht, wir hätten jetzt schon wieder. So. Jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Endlich. Boah, regen die mich auf. Sie wurden entwaffnet, sie wurden entwaffnet. Ja, genau. Sonst keine Hobbys. Aber ich freue mich schon auf das Gebiet, das wir hier unten erreichen werden. Das ist fast schon eins meiner Lieblingsgebiete hier. In diesem Spiel. Hm, lassen wir mal vorbei. Na, den hatten wir schon. Hier drüben noch einer? Nein. Aber hier. Ja, sind wir still. Dann haben wir das hier und das hier. Ui. Geschwindigkeit 40 haben wir jetzt nicht gerade. Hier noch das da und das da. Nö. Nee. Nee, auch nicht. Boah. Was ist das für eine? Nee. Nee, echt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die anderen bessere Sachen gedroppt haben, die weiter oben waren. Hm. Man weiß es nicht. Hier lang, da, der da. Sehr schön. Ich glaube, langsam haben wir... Ja, na, knapp. Unser Gold hier. Okay. Ich war gerade ein bisschen geflasht von den ganzen Sachen, die das Ding hat. Hab dann aber auf die Rüstfähigkeit geguckt. Hab gemerkt, dass es ziemlich schlecht war. Tränke sind immer gern gesehen. Und Gold sowieso. Ja, sehr still. Magieschild. Da haben wir den Zauber doch jetzt auch. Nein. Hm. Trank, Gold, Wasser und praktisch eine Wasserrobe. Ui. Captain Stolz. Captain Stolz. Hm. Hm, nee. Komm. Schuppenwurz, so toll. Jetzt heilen wir uns erstmal wieder ein bisschen. Besser. Dann nehmen wir noch Mana-Trank. So. Passt doch. Es lädt. Na, dein Kommentar? Ja, es fängt an zu regnen. Eben. Mit denen halten wir uns. Oder? Halten wir uns mit denen auf? Was liegt denn da? Was ist ein Pilz? Schnell weiter runter. Ja, hier wäre das Pferd dann doch ganz nützlich. Hier ist keinen Bock, da irgendwie zurückzurennen. Und dann den ganzen Weg hier runter zu reiten. Oh, vorne sind gerade irgendwie vier gespawnt. Oh Gott, das sind noch mehr. Hm. Oh, da ist wieder so ein Nekromantenturm. Das ist eine Ruine. Ich glaube, an die kann ich mich noch erinnern, oder? Nee, ist keine Ruine, oder doch? Oder nein, oder doch, oder nein, oder doch, oder nein, oder doch. Doch. Hallo. Hallo, Fremder. Du siehst aus, als hättest du ein gutes Herz. Vielleicht kannst du einem armen Mädchen helfen? Was kann ich denn für dich tun? Es geht um meine Mutter. Sie ist ein so guter Mensch und ich verdanke ihr alles.
Jetzt ist sie krank und ich kann mir die Medizin nicht leisten. Wie viel Gold brauchst du denn? 5 Goldstücke würden reichen, um meine Mutter zu retten. Wir sind sehr arm. Aber ich könnte dir Kräuter sammeln für das Geld. Ja. Oh, ich hab gleich gewusst, dass du mir helfen würdest. Komm zurück, wann immer du willst. Ich werde jedes Mal ein paar schöne Kräuter für dich gesammelt haben. Das ist lieb von dir. Leb wohl. Das ist doch toll. Vergiss nicht, später bei mir vorbeizuschauen, wegen der Kräuter. Ja, das werde ich hundertprozentig vergessen mit meinem Gedächtnis. Na, was ist hier? Oi. Sei gegrüßt. Wow, die wollen uns gar nicht umbringen. Cool. Endlich mal. Wow, die haben Bilder an der Wand. Gebt euch das mal. Die haben Bilder an der Wand. Ich flipp aus. Händler. Was hat er zu handeln? Nein. Auf der Durchreise. Ja. Großes Gebäude. Ja, das Feld, das sieht ziemlich fruchtbar aus hier. Ist denn hier ein Teleport? Das wäre nämlich ganz nützlich. Ich weiß nicht, ob die Technologie hier schon so verbreitet ist. Ich gehe halt mal hier raus. Einfach damit wir hier ein bisschen Außenwelt noch genießen können. Die man auch so gut sieht, weil ja gar kein Nebel da ist. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, alles ist tot. Ich hasse Spinnen. Riesenspinne. Ja, das sehe ich. Da sind wieder welche. Lass mich bloß. Du kannst dich da annehmen. Ui, was haben wir hier? Ja, hallo. Hey! Nicht einfach umschubsen hier. Hey! Hat man dir nicht beigebracht, dass man sowas nicht macht? Anscheinend nicht. Aha, da liegt er jetzt. Was haben wir denn da? So, erstmal das Zeug hier mitnehmen. Ich hoffe, der Dämon da ist mit der Riesenspinne fertig geworden. Sonst muss ich die später kalt machen. Das will ich nun wirklich nicht. Gut. Spinne erschlagen ist immer noch besser als Spinne füttern. Nimm. Was ist das? Orkschwert. Oh. Brauchen wir nicht. Aufgehen. Also. Wisst ihr? Schön. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Erstmal das Zeug hier mitnehmen. Aber ich glaube, ich habe da überhaupt nicht. Ah, doch, doch, könnt. Ja, es geht. Zielgeschwindigkeit minus. Zielgeschwindigkeit plus 150% und dann minus 50%. Ich glaube, ich tausche die aus. Okay, Schlossknacken erhöht, das nehme ich. Thank you.
Hey. Nicht laden. So. Jetzt müssen wir hier diesen Teil des Weges aber trotzdem noch erkunden. Ist ein kleiner Teil. Ich würde hier echt gerne wissen, ob es nicht doch einen Teleport hierher gibt. So, lasst mich mal durch. Nee, anscheinend ist das hier nicht so verbreitet mit den Teleporten. Naja, gehen wir weiter. Kurze Unterbrechung. So, wieder da. Wir laufen jetzt mal gucken. Ja, bis Katalon können wir noch laufen. Und dann gibt es eine kleine Aufnahmepause. Ja. Schnell hier vorbei mogeln. Da sehen wir, denke ich, auch schon die Mauern von Katalon. Oder? Nee, sieht eher nach einer Ruine aus. Ja, das ist eine ziemliche Ruine. Wenn das Katalon ist, dann weiß ich nicht. Hallo. Wer bist du? Und wer bist du? Ja. Ich glaube, das dürfen wir gar nicht. Das lasse ich jetzt hier einfach mal so hingestellt. Das sieht mir schon mehr nach Katalon aus. Oh, und da oben, was haben wir da für eine Festung? Ich will es gar nicht wissen. Na? Wie geht's, wie steht's? Ich schätze, wir müssen hier außen rum. Oh, schon wieder eine von diesen komischen Riesenspinnen. Oh, ist das schön. Wahnsinn. Hier ist ein Schatten, warum? Doch nicht etwa wegen des Turms? Doch, wegen des Turms. Wow, das nenne ich mal einen Eingang. Hallo. Na, wie geht's? Einen guten Tag. Boah, das nenne ich eine Stadt. Also, wirklich. Das ist eine Stadt, hm? Ja? Hammer. So, das ist richtig toll gemacht hier. Mit Palmen, juhu! Man merkt, wir sind der Wüste ein bisschen näher gekommen. Na, was machst du so? Oh Gott. Du brauchst mir nicht mit noch mehr Flüchtlingen kommen. Ich kann niemanden mehr bei mir aufnehmen. Du verwechselst mich sicher. Oh, Verzeihung. Wo ist nur meine gute Erziehung geblieben? Wünsche einen guten Tag, Fremde. Tut mir leid wegen eben. Zurzeit ist alles ein wenig zu viel für mich. Ich vermute, es gibt viele Flüchtlinge in der Stadt. Ja, die gibt es. Es werden immer mehr. Aber nur wenige nehmen Flüchtlinge in ihr Haus auf. Dabei leben manche alleine in riesigen Häusern. Tja, sind wohl immer dieselben, die helfen. Ich wohne nicht hier, also kann ich wohl nichts tun. Außer du wärst in der Lage, den alten Drachen zu bändigen. Ich meine Rose Primsey. Sie wohnt nicht weit weg und hat ein großes Haus. Ich selbst war schon immer viel zu weich. Bei mir ist alles überfüllt, aber sie hat mehr leere Zimmer, als sie jemals nutzen kann. Na dann. Dann werden wir uns doch um den alten Drachen kümmern. Ja. Aber das noch unterwegs. Machen wir nächstes Mal. Ich
liebe diesen Soundtrack. Gut, dann verabschiede ich mich von diesem wirklich epischen Wasserbrunnen. Dann einen schönen Tag euch noch und haut rein. Tschüss.